Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Unsere Reise geht weiter. Wir wollen ein neues Level betreten. Ein brandneues Level. Überqueren dafür den Ozean und erreichen den Koboldbunker. Gut. Wir dürfen gespannt sein. Wie hat's Mario so schnell geschafft, den Ozean zu überwinden? Hat es sich gelohnt? Werden wir schnell einen neuen kleinen Farbstern erreichen? Wir dürfen gespannt sein. So. Da sind wir auch schon. Ein Bowser-Zeichen. Auf dem Boden. Nee. Nee, das ist nicht so. Wer bist du? Ist ein tolles Schnäppchen. Nur 1000 Münzen. Okay. Genug Geld haben wir ja. Hey, du hast so viele Karten. Das Set besteht aus 30 Karten. So viel Platz brauchst du also mindestens. Nee, oder? Ja, brauche ich die Karten? Sind das gute Karten? Wenn die 1000 kosten. 1000, Mäuse. Was auch immer. Dann, boah, müsste es ja schon was Gutes sein. Aber das kann ich mir nicht leisten. Wie dumm. So, lohnt es sich jetzt, den Bowser hier einzumalen? Auszumalen? Oder wie auch immer. Weiß ich nicht. Können wir den Sniffet überhaupt vertrauen? Ist ja auch mal die nächste Frage. Unsere ganze blaue Farbe wird hier, glaube ich, K.O. gehen. Das ist, heftig. Alter, das ist mal gut. Ich will... Wie viel muss ich noch hier malen? Ich kann nicht malen. Hallo? Och Mano, wann... Wie viel denn noch? Jetzt geht's. Ein riesiger K.O.-Hammer. Also noch was Größeres als der große Hammer. Okay. Riesiger Hammer. Und was noch? Ein riesiger Huchhammer. Alles neue Karten, die wahrscheinlich auch ziemlich stark sind. Vermute ich jetzt mal. Okay, aber... Ich muss eigentlich nochmal zurück in Richtung Port Prisma und ein paar Karten loswerden, weil ich will doch schon das Set haben. Ich meine, wie gesagt, es kann auch natürlich sein, dass der uns verarscht und uns dann nur irgendwelche Karten andreht, die kein Mensch braucht. Aber ganz ehrlich, wir haben so viel Münzen, könnten wir hier auch sehen, über 9000. Also... Das ist schon heftig. Und da fällt mir auch ein, dass wir immer noch die Peach-Karten suchen, die Peach-Nachrichten. So. Vor allen Dingen die hier suchen wir in Port Prisma. Ich bin wahrscheinlich einfach zu blind und finde die einfach nicht. Aber es kann nicht so schwierig sein, die zu finden, ganz ehrlich. Eigentlich nicht. Hallo? Ich will mit euch gar nicht reden. Hast du schon vom Zug gehört? Der soll seit Ewigkeiten beim Terrakotta-Tempel festsitzen. Wo liegt denn das Problem? Gleise kaputt? Haben wir die nicht zerstört? Ich glaube, wir haben die zerstört, oder? Warum sagen die das? Man weiß es nicht. Okay. Sollen wir da vielleicht hin? Zum Tempel? Egal, vielleicht ein anderes Mal. Erstmal versuche ich ein paar Karten hier loszuwerden. Wir verkaufen mal. So, kann man irgendwie sehen, wie viel wir jetzt haben? Ich habe auf jeden Fall eindeutig zu viele. Aber welche will ich jetzt loswerden? Ganz ehrlich, Freunde, das ist doch... Ein paar Partnerkarten vielleicht. Eine Spy-Karte. Ein paar von diesen Stachy-Karten. Weil mir die einfach sinnlos erscheinen. Ein One-Up. Ein Eisensprung. Ein paar von den Shy-Guy-Karten. Copa. Also, wie gesagt, bisher haben mir die Partnerkarten einfach nicht so viel
haben dem nicht so viel gebracht, insofern kann ich davon ein paar weggeben. Ein paar Sprungkarten. Und was noch? Also Dingskarten bleiben auf jeden Fall alle bei mir im Besitz, das ist natürlich logisch. Ein paar Hüftpushen weiß ich nicht genau. K.O.-Hammer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Karten habe ich schon weggegeben. Aber ein paar müssen noch weg. Ein abgenutzter Sprung. Noch ein abgenutzter Sprung. Wie viel hat er gesagt? 30 Karten. 30 Karten frisst sein Set. Noch ein Seriensprung. Noch ein gelber Scheiger. Ne, den behalte ich einfach mal. Okay, verkaufen wir. Und das soll es dann erstmal gewesen sein. Okay. Gut, ich hoffe, jetzt habe ich genug Platz. Ansonsten muss ich nochmal zurücklatschen. Und da habe ich jetzt auch nicht so Lust zu. Außerdem haben wir wieder fast das Maximum an Münzen bei uns. So. Ich überlege jetzt trotzdem, ob ich nochmal eben zum Terrakotta-Tempel soll. Könnte ja hilfreich sein. Also ich weiß nicht, ob wir das müssen. Eigentlich ja nicht. Aber andererseits haben die komischen Typen davon geredet. Hier, ein Ausgang fehlt hier sowieso noch. Insofern gucken wir mal vorbei. Vielleicht haben die ja einen Geheimtipp parat gehabt. Oh, da oben. Ein blauer Toad, der war vorher noch nicht da. Was willst du? Tut mir leid, aber ich bin etwas sauer wegen des Zustands des Gleises. Das waren wir. Ist es nicht furchtbar? Wer macht denn sowas? Wie kann man nur so etwas gegen Züge haben? Ich habe einen ganzen Passagierwagen voller hungriger Toads, die hier schon viel zu lange warten müssen. Wenn ich herausfinde, wer meine Gleise zerstört hat, dann... Uah! Aber jemandem, der so etwas Schreckliches tut, ist sowieso nicht mehr zu helfen. Denkst du nicht auch, Mario? Ich sag da mal gar nichts zu. Hey, jetzt mal langsam. Ich meine, keine voreiligen Schlüsse bitte, in Ordnung? Vielleicht hatte derjenige, der das getan hat, ja wirklich gute Gründe dafür. Zum Beispiel war er vielleicht einfach nur neugierig, was wohl passiert, wenn er mit einem Hammer gegen eine wackelige Wand schlägt. Wie dem auch sei, alles was wir jetzt tun können, ist, den Schaden zu reparieren. Die Unterstützung des blauen Retter-Toads ist dir gewiss. Du hast allerdings sicher schon bemerkt, dass die Retter-Toads etwas unorganisiert sind, das kann man wohl sagen. Kurz und gut, wenn du eines der 23 Mitglieder der blauen Retter-Toads findest, sie sollen sich hier versammeln. Selbstverständlich, wir halten die Augen offen. Ich hoffe, dass wir das mit den Gleisen schnell regeln können. Jetzt müssen wir schon ganze 23 suchen. 23 Retter-Toads. Alter, das ist doch Wahnsinn. Und dafür sind wir jetzt hergekommen? Hat sich ja gar nicht gelohnt. Beziehungsweise, na gut, jetzt können wir die Toads hierher schicken. Dabei war es gerade eigentlich nur Zufall, dass ich mit denen geredet habe. Weil ich an denen nicht vorbeikam. Na gut. Schön zu wissen. Halt, ich bin, glaube ich, hier den falschen Weg gegangen. Ah, natürlich. Gut, ich hoffe, jetzt habe ich, wie gesagt, genug Platz. Sodass wir... Ach. Den falschen Weg gehen können. Ahem. Jetzt aber. Okay. Kobaltbunker, da wären wir wieder. Und jetzt mal auf ein neues. Und jetzt bin ich gespannt, was für ein tolles Kartenset der Typi hat. Extra für uns. Können wir dir vertrauen? Das ist die Frage. Ich meine, 1000 Münzen sind schon... Nee, oder? Ich glaube das nicht. Wir haben noch immer zu viel Karten. Oh, nö.
Okay, ihr dürft gerne vorspulen. Ihr dürft gerne vorspulen, Freunde. Ich mache auch extra den Part dafür länger. Ein paar Minuten. Nee, oder? Das ist nicht dein Ernst. Jetzt kommt so ein idiotischer... Nee. Ich sag da am besten jetzt gar nichts zu. So, bringen wir dich zur Strecke, Idiot. Immerhin kann ich ein paar Karten verschwenden dafür. Was? Bitte was? Irgendwas blendet. Die Farbe, ich weiß nicht warum, was ist denn los? Was nehme ich denn überhaupt für Karten? Ein paar Wurfhämmer. Kaputter Jump. Ich färb die mal nicht ein jetzt. Und natürlich treffe ich auch nicht. Ich treffe überhaupt nichts, das ist ja nicht zu glauben. Nochmal? Schwupps. Und wie lange bleibt das jetzt so? Jetzt geht's anscheinend wieder. Gut, immerhin. Ich denke mal, dass ich jetzt gleich noch einmal gucke, ob es vielleicht jetzt ausreicht vom Kartenplatz her. So, ich hoffe, du gehst jetzt. Ups, das war jetzt schlecht, aber egal. Ein Hammer haben wir ja noch. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Ups. Okay, hat gelangt. Der Ganoven-Guy ist besiegt. 300 Münzen, die ich nicht behalten darf. Ich will keine Karte haben. Okay. Also noch einmal zurück nach Port Prisma. Jetzt habe ich fast 12, 13 Minuten für nichts beansprucht. Naja. Puh. Wenn ich mal sehen könnte, wie viele Karten ich in meinem Besitz habe. Aber das kann ich nicht sehen. Oder ich weiß nicht, wo ich das sehen kann. Ich sehe da keine Zahl. So, was gebe ich jetzt weg? Die Ganoven-Guy-Karte will ich jetzt nicht haben, ehrlich gesagt. Und Eisensprung gebe ich auch nochmal weg. Huchhammer gebe ich weg. Ein Wurfhammer. Noch ein Eisensprung. So, das war's. Das muss jetzt aber auch reichen. Gut, tschüss. Und jetzt nochmal wieder hin. Oh Mann. Es ist echt doof. Die Frage ist, lohnt sich das überhaupt? Nachher mache ich ja alles für nichts. Dann wird das hier ein Part, der zu gar nichts nutze ist. Das wäre ja auch lustig. So, zurück zur Weltkarte bitte. Schnell laden und diesmal nicht verlaufen, nicht die falschen Wege gehen. Das wäre schon sehr nice. So, hier runter. Und jetzt sollen wir es schaffen. Einfach nur diese doofen Karten zu kaufen, die uns hoffentlich etwas bringen werden. Oh Mann. So. Und bitte. Oh, okay, diesmal haben wir es bekommen. Firma dankt und falls jemand fragt, von mir hast du die Karten nicht. Sind das illegale Karten? Helfen die uns hier jetzt? Kein Plan, wir gucken mal einfach. Also geht's hinein in diese seltsam ausschauende Wird. Es war so klar, oder?
dass das eine Falle sein muss. Wo sind wir? Hier steht ja alles unter Wasser. Ich könnte wetten, die Röhre endet auch irgendwo im Wasser. Aber naja, mit Röhren kennst du dich besser aus, Mario. Sicher hast du alles im Griff. Nicht, dass wir groß die Wahl hätten. Es war mir so klar, dass da irgendwo der Boden nachgibt. Es musste so sein, ganz ehrlich. Niemals können wir einfach so das Ziel erreichen. Oh, wir sind unter Wasser? Es ist so still, aber wir können noch immer atmen. Ah, wie schön. Gut. Das ist... Es ist mal wieder Zeit? Wofür? Herzlich willkommen zur neuesten Folge der... Sniffet Show! Was? Ist nicht zu glauben. Tauchspezial! Ganz recht, endlich ist es wieder soweit! Mein Name ist Sniffet und ich führe Sie durch diese Show! Und unser Kandidat heute ist, welche Überraschung, unser alter Freund Mario, der uns immer kaputt schlägt! Die Show geht über insgesamt 7 Runden, wenn du 4 davon gewinnst, bekommst du den großen Preis, einen kleinen Farbstern. Wenn du alle 7 gewinnst, gibt's eine Extra-Runde. Verwende deine Karten, um die Aufgaben zu lösen. Und vergiss nicht, sie einzufärben. Du kannst eine Aufgabe auch überspringen, aber das wird als falsche Antwort gewertet. Bist du bereit für die Show? Klar. Das ist mal eine überraschende Wendung hier. Sehr gut, dann begib dich bitte in den Kandidatenbereich. Fangen wir an. Runde Nummer 1. Kucklochkarte. Erkenne die Karte, die dir gezeigt wird. Aufgepasst. Mehrere kaputte Sprünge. Die Frage ist nur, Kartens. Ach, dafür brauchen wir das Kartenset, oder was? Sieht so aus. Ich würde sagen, ein dreifach abgenutzter Sprung war das. Einfärben nicht vergessen. So, das muss es sein. Und richtig. Sehr gut. Dafür haben wir also die Karten bekommen. Soweit, so gut. Runde Nummer 2. Cape-Karten. Was sind Cape-Karten? Wir zeigen dir nun 3 Karten, die du gleich darauf wiedererkennen musst. Oh Gott. Okay. Contenance. Kaputter Hammer, Feuerhammer und ein gelber. Kaputter, Feuer und gelber. Okay. Kaputter, ein gelber und ein Feuerhammer. Das dürfte kein großes Problem sein. Müssen wir noch alle einfärben? So. Perfekt. Das, müsste richtig sein. 4 Runden müssen wir, glaube ich, gewinnen, ne? Ja. Ist nicht so das große Problem. Sehr gut. Auch das ist Punkt Nummer 2. Soweit, so gut. Und Runde Nummer 3. Kartensalat. Wir zeigen dir nun 2 Karten, die du danach identifizieren musst. Okay. Wir versuchen es mal. Ach, Herr Jemini, das ist echt Salat hier anscheinend. Okay, Spreuing. Und ein großer Pilz anscheinend. Moment, war das ein großer Spreuing oder ein kleiner Spreuing? Es war ein großer Pilz in jedem Fall.
Das kann jetzt echt. Ich weiß nicht, ob das ein großer Hüftpushen oder ein kleiner ist. Puh. Ich nehme mal einen kleinen einfach. Auf die Gefahren, dass es verkehrt ist. Puh, wir sehen mal, ob das richtig ist. Es ist richtig. Boah, Glück gehabt. Ein Glück. So, drei richtige Antworten. Eine einzige fehlt noch für den großen Preis. Runde 4. Ausmalkarte. Wir malen vor deinen Augen eine Karte aus. Du musst dieselbe Karte aus deiner Sammlung wählen und genauso weit einfärben wie in der Vorgabe. Alter, wie krass ist das denn? Der Ventilator? Oh Gott. Boah, das ist echt krass. Versuchen wir es trotzdem mal. Gut, ich muss ganz langsam färben. Bisschen noch. Ich kann das jetzt nicht sehen. Das könnt ihr leider überhaupt nicht verfolgen, gerade was ich hier versuche. So, mehr was auf keinen Fall. Es muss doch richtig sein. Richtig. Boah. So, vier richtige Antworten hintereinander. Der große Preis ist dir damit sicher. Vielleicht kannst du aber noch den legendären Schatz nach Hause nehmen. Das wäre auch gut. Runde 5. Kartenmischer. Wir zeigen dir nun drei Karten, die du im Anschluss identifizieren musst. Aha. Drei Stück dieses Mal. So. Das war einmal Stachi. Das war der Boardjump. Scheiße, was war das dritte jetzt? Ach, der Pickelhelm, glaube ich, ne? Ich glaube, der Pickelhelm war das. Ich glaube ja. Gut. Oh Mann. Das ist echt nicht so einfach, macht aber schon Spaß. Richtig, richtig und richtig. So, das waren 5 richtige. Runde Nummer 6. Trudelkarten. Wir zeigen dir drei Karten, die du daraufhin wiedererkennen musst. Großer Hammer, Eisen und Roter. Okay. Großer Hammer. Das ist der rote hier. Der Hochhammer. Wo ist der Eisenhammer? Oder der Wurfhammer ist es dann bestimmt, ne? Wahrscheinlich ja. Ja, das dürfte richtig sein. Gut. Richtig. Richtig. Und. Richtig. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch für den legendären Schatz? 6 Runden gewonnen. Hier kommt die 7. Runde. Wenn du die gewinnst, darfst du an der Extra-Runde teilnehmen. Viel Glück. So, du hättest nicht mehr genug Farbe. Soll ich die dir für 100 Münzen nachfüllen? Ach, noch mehr Kohle. Das ist ja heftig.
Aber Dankeschön trotzdem. Runde 7. Merkkarte. Wir zeigen dir nun 4 Karten. Bringe sie dir gut ein. 4. 4 Karten? Ich glaub das nicht. Federmaus, Power, Gelber, Feuerblume. Federmaus, Power, Gelb und Feuerblume. Okay. Der Powerblock fehlt. Der Powerblock fehlt. Gut, den haben wir. Fertig gefärbt ist er. So. Puh. Die grauen Zellen arbeiten anscheinend noch. Glückwunsch, alle 7 Runden gewonnen. Damit hast du dir das Recht verdient, deine Fähigkeiten in der Extrarunde unter Beweis zu stellen. Löse die 3 Aufgaben und du erhältst als Preis einen Schatz. Oh nö. Doch bei nur einer falschen Antwort bist du Game Over. 3 richtige Antworten für einen Wahnsinnspreis. Eine falsche Antwort für das absolute Nix. Oh Mann, das ist gemein. Teil 1. Trudelkarten 2. Wir zeigen dir 3 Karten, die du im Anschluss wieder erkennen musst. Viel Glück. Zwei Hammer. Großer Sprung. Mhm. Okay. Gut, 2 Hammer. Gut, was war das dritte? War das der Eisensprung? Oder war es ein Hammer? Aber noch einen Hammer habe ich nicht, also es muss der Eisensprung gewesen sein. Oh, ich hoffe, ganz ehrlich, ich bin gerade unsicher. Aber es muss so sein, doch. Doch, doch, das muss richtig sein. So. Das stimmt schon mal. Das stimmt auch schon mal. Und das stimmt auch. Boah, das ist aber hier ein Nervenkrieg. Gut gemacht, immer weiter so. Nummer 2. Kelbkarten 2. Was sind Kelbkarten? Ich weiß es immer noch nicht. Wir zeigen dir 3 Karten, die du danach wieder erkennen musst. Dann mal los. Eisblume, kaputter Fuzzi. Eisblume, kaputter und Fuzzi. Okay. Eisblume. Eisblume, kaputter Hammer. Und der Fuzzi. Das ist auch kein großes Problem. Alles klar. Mal schauen, ob wir richtig liegen. Und gleich kommt die letzte Runde. Und die wird wahrscheinlich nochmal so richtig heftig werden. Oh Gott, ich will's gar nicht wissen, was uns da noch erwartet. Die Spannung ist nicht auszuhalten, wir kommen zur letzten Aufgabe der Extra-Runde. Teil 3. Merkkarte 2. Wir zeigen dir nun 3 Karten, die du mitsamt ihrer Details einprägen sollst. Nee, ich will nicht. Okay, Doppel, Grün, Rot. Der Cheep Cheep. Doppelsprung? War das der Doppelsprung? Ich glaube, der andere hatte. Der Blooper hatte doch den grünen Spreuen. War das so? Und der rote Huchhammer, der große war doch beim Sniffit. Doppelsprung muss es gewesen sein. Aber ich... Boah. Ich habe es nicht so auf die Cheep Cheeps geachtet da.
Scheiße. Oh Mann, bitte, es muss richtig sein. Richtig! Boah, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben ein Monstergedächtnis! Freunde! Unglaublich, du hast die Extra-Runde gemeistert! Herzlichen Glückwunsch, Mario, du bist offizieller Champion der Sniffit Show! Hol dir deinen Preis, du hast ihn dir wirklich verdient! Danke fürs Mitmachen, Mario, und an unsere Zuschauer, ich hoffe, sie erneut begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt... Herzlich willkommen zur neuesten Folge der... Sniffit Show! Ja, und weil wir so freundlich sind, werden wir keinen von euch Sniffits umbringen dieses Mal. Oh, Alter. Das hat Spaß gemacht und das war fordernd, teilweise. Herzliche Glückwünsche zum Gewinn des legendären Schatzes. Quetsch ihn richtig aus. Okay, wir quetschen mal drauf los, warum nicht? Ein Dings also. Das ist der legendäre Schatz. Mit Mario drauf. Ein Mario-Fotoapparat oder so. Sofortbildkamerakarte. Ein Klassiker und Dauerbrenner der Hobbyfotografie. Damit wird das Foto zum echten Abbild. Okay. Brauchen wir die oder ist die optional? Der legendäre Schatz gehört dir, du hast ihn dir redlich verdient. Naja, mehr oder weniger. Der große Preis erwartet dich am Ende der roten Röhre. Was soll heißen mehr oder weniger, ganz ehrlich? Wir haben alles durchgestanden. Und können wir jetzt einfach so den Farbstein abgreifen? Da ist ja der Farbstern. Ich denke mal schon. Ja, wir haben es geschafft. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Für diese Sniffit-Show heute. Und beim nächsten Mal geht es dann auf jeden Fall weiter. Wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht es gut.